Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assetto Corsa Competizione mit unserer Community. Seht ihr, hier schon ein bisschen was los. 19 Fahrer, 25 Slots haben wir. Ich hoffe, es muss keiner draußen bleiben. Es ist einiges dazugekommen. Wir sehen, wenn wir uns die ersten angucken, das ist schon Wahnsinn. Die sind weitestgehend unter der 2-Minuten-Grenze. Da bin ich sehr weit weg. Deshalb kam auch die Idee von mir, das werde ich auch machen, dass wir eine zweite Liga einführen, weil sonst haben ja die ganz hinten fahren, die kriegen ja irgendwann die Krise. Und dann macht das auch keinen Spaß mehr, wenn du nur noch mit in den letzten Rängen hier rumhängst. Und deshalb werden wir in der nächsten Saison eine zweite Liga aufmachen. Erste Liga kann natürlich jeder fahren, der will. Die zweite Liga ist eine Wertung für sich. Ich muss nur noch gucken, wo ich die Grenze ziehe. Am besten bei mir. Dann habe ich auch mal eine Chance zu gewinnen. Es passt auch. Ich bin ungefähr in der Mitte. Ich werde mich jetzt hier wahrscheinlich irgendwo in der Mitte einreihen. Hier so auf 12, 13. Schätze ich mal ganz vorsichtig. Entschuldigung. Wenn es gut läuft. Aber guckt euch oben die Zeiten. 58, 9. Das ist unglaublich. Achten dann Andreas. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Okay, ich versuche natürlich den Datenschutz zu gewähren und wenig Namen zu nennen. In diesem Sinne geht es jetzt ins Training, noch 20 Minuten. Ich muss noch mal ganz kurz mein Setup gucken, das habe ich glaube ich noch nicht eingestellt. Habe ich von YouTube, ja, kostet nichts. Ich schraube da sowieso wieder selber dran rum, aber das ist im Prinzip, habe ich festgestellt, wenn ich die Setups selbst baue, komme ich ungefähr aufs Gleiche raus. So, es war glaube ich das hier, das Qualify-Setup. 20, 25, wir haben 26, boah, es ist ja wieder so heiß. Das habe ich noch nicht gerafft, wie ich das mit dem Server einstelle. Werden schnell noch ein paar Runden fahren, ich denke ich muss mit den Drücken hoch, wenn das 20, 25 die Temperaturen sind, 20. Ich gehe mal überall 4 Klicks hoch und dann fahren wir ein paar Runden. Das war immer zu viel. Den Rest lasse ich doch. Ich würde gerne ein bisschen mehr Spur fahren. Nicht zu viel. Dann rotiert er besser durch die Kurven. Der hat sowieso seine Kurvenprobleme, der Knecht. Ich habe heute Morgen nochmal den Aston Martin probiert. Ich weiß nicht. Ich komme von dem Auto hier nicht weg. Das ist einfach nur gut. Ich werde eine 5er TC fahren. Sprit nehmen wir erstmal. Müssen wir nachher noch ausrechnen. 17 Minuten, ich sollte nicht so viel rumeiern. Ich sollte noch ein paar Runden fahren. 20 sind wir mittlerweile. Also, 5 Leute können noch, dann kann ich es nicht ändern. Wer dann nicht dabei ist, das ist dann schade, aber nicht zu ändern. 23 war der Rekord, dafür habe ich auf 25 erhöht. Car approaching, watch your mirrors, blue flag. We need to get some heat into these brakes. Ja, wir sind hinter Platin, da fahren wir den mal nach. Zumindest mal ein Stück. Er wird gleich weg sein. Gigantisch schneller Fahrer. Und wir machen das Beste daraus. Ich muss noch alles einstellen. Ich habe zwar viel trainiert, aber ich habe überhaupt nicht den Sprit ausgerechnet. Das hätte ich mal besser gemacht. Ja, 45 Minuten, wenn die 2 Minuten Runden fahren, dann sind das 23 Runden etwa, ne 25, ne 24, 23, ja 46, 23, könnten 24 Runden werden. Jetzt mal so grob überschlagen. Oh, schön, habe ich wieder einen hinter mir. Der auf der schnellen Runde. Dann fahr vorbei. Alright, Peter. We need to watch the track limits. Ja, wir sind ja noch in der Ah, ich bin viel zu langsam hier mitzufahren. Ey, das ist Wahnsinn, ne? Aber egal. Es kann nur besser werden. Ich
Deshalb, da muss eine zweite Liga her. Yellow flag. Geht gar nicht anders. Incident clear. Green flag. So, den Crew Chief habe ich an. Das ist gut. Was sagen unsere Drücke? Wachsen so langsam. Ich werde mich jetzt mal konzentrieren. Mal gucken, ob die Runde gut wird mit dem Setup. Oder ob ich noch ein bisschen rumschrauben muss. 20 Leute, das ist schön. Die war schon mal ganz schlecht. Sorry. Sector 2, Yellow Flag. Ah, das wird heute wieder nichts, ne? Ich sehe es schon. Und verliere schon wieder die Beherrschung. Nein, tue ich nicht. Wir fahren jetzt nochmal. Ja, das Ziel ist nach wie vor konstante 204 mindestens mal. 203 wäre gut. This lap won't count. You've cut the track. Und möglichst wenig im Weg rumstehen. Es bringt niemandem was, wenn ich hier jetzt Kampflinie fahre und die anderen sind 3-4 Sekunden schneller. Das bringt gar nichts. Die lassen wir schön vorbei und ziehen gleichmäßig unsere Runden. Top 10 wäre sehr gut, aber bei den vielen guten Fahrern, die jetzt dazugekommen sind, wird das schwer. So, ich konzentriere mich jetzt mal aufs Fahren. Yellow flag. That's a new fastest lap for Gerrits. 204.58. So, Drücke sind fast gleichmäßig, aber nur fast. Könnten sich noch einstellen. Ja, die hier fahre ich auch noch nicht so richtig gut. Komme ich nicht gut raus. Das A und O, ne? So, Konzentration. Es geht los. Die war ganz gut. Clear right. So, hier ist der Exit extrem wichtig. Der war schlecht. Ich muss das Gas wegnehmen. Weil diese lange Gerade, die bringt richtig viel Zeit, wenn man den Exit gut erwischt. Wem erzähle ich das? Ne? Theoretisch weiß ich alles. Viel. Sector 1 ist 1.4 off the pace. Hat sich gut angefühlt. Trotzdem freue ich mich auf das Rennen, wenn ich auch keine Chance habe hier. Also Chance nach vorn jetzt, ne? Mittelfeld werde ich mich schon aufhalten. Es war sehr vorsichtig.
So, der 2037, damit kann ich ja schon mal leben. 16th place. Ist gar nicht cool, gar nicht so verkehrt. Platz 16, okay. Kann trotzdem damit leben. Mehr geht halt nicht, ne? Ich krieg eine 202 hin, aber konstant eher nicht. Sechzehnter Platz mit einer 203. Da kannst du mal sehen, was die hier fahren, ne? Ist natürlich schlecht. Das sind 5 Sekunden hinter den Besten. Also, da ist noch viel Luft nach unten. Aber bei mir sind irgendwo die Grenzen. Das ist einfach so. Da muss ich mit leben. Fastest lap for Andreas, 159.20. Clear left. So, drücke. Sehen eigentlich gut aus. 27.1, 27, ja. P16. Now delete this lap, you've cut the track. Ah ja. Der Exit war gar nicht so übel. Okay, es geht auch nur 202. Hoppla, sorry. Die brake temperatures look good. Ja, wenn ich die gültig bekäme. Entweder fahre ich sie zu vorsichtig oder zu langsam, ne? Naja. Muss ich leider kurz lupfen.
Okay, Peter, 5 minutes to go, 5 minutes left. Your rear brakes are starting to overheat. Was? Meine Bremsen sind überhitzt? Warum das denn? Gut, so, stellen wir ein bisschen ein, lassen wir mal so, wie es ist, und dann gehen wir in die. Gehen wir ins Qualify. Aktuelles Setup: 27.0, 27.4, 27.6. New fastest lap for Kenny, 159.14. Okay, so, das würde ich mir dann aber auch speichern mit den Temperaturen 26, 35. Nee, pass auf, was machen wir so? Damit ich das weiß, sonst habe ich nachher wieder nur durcheinander. 26, 35. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. So, wir werden aber jetzt auch gar nicht großartig rumeiern. Ich muss mir jetzt ausrechnen, wie viele Runden es werden. Was haben wir für einen Spritverbrauch? 3,2. Wir haben 45 Minuten. 45 mal 60 geteilt durch so, die fahren 118, 117er Zeiten. Nee, ich muss ja von meinen Runden ausgehen. Ich fahre 203, ich kann ja nicht von deren Runden, ich werde ja überrundet. Rechnen wir einfach 120, das ist doch ganz einfach, das sind 22,5 Runden logischerweise, also 23 Runden. 23 mal 3,2 wären 73 Liter, also nehmen wir 80 Liter mit. Da haben wir einen Puffer. Wer den ersten Stint etwas länger fahren, lass mich überlegen, 35 Fenster, das wären 40 Minuten, 20 Runden wären 60, ich versuche mal ziemlich spät an die Box zu gehen, vielleicht habe ich dann eine Chance. 2 minutes to go. 2 minutes. Ja, ich weiß, 80 Liter nehmen wir mit, haben wir gesagt, und dann nehmen wir noch 23 dazu, 23, 24, sehen wir dann, werden diese Drücke verwenden. Werden die Bremsen, wenn wir eh nicht wechseln. Nee, kann man, ist eigentlich egal. Und wenn wir das hier als Race-Setup speichern, gibt es noch irgendwas? 5 lassen wir stehen. Hier werde ich gar nichts mehr machen. Ich werde gar nichts mehr verändern. Das bringt nämlich jetzt nichts. Doch, ich bin vorhin mit etwas mehr Spoiler, mit etwas mehr Stabi gefahren. Das bleibt so. Okay, dann machen wir das als QQQ Race. Race mit 28, 39. Ich habe vorhin bestimmt 26. Ist egal. Das ist eine 5. Das ist eine 5, ne? 26, 35, doch. 26, 35. Speichern. So, dann haben wir das zumindest mal drin. Sollte ich vielleicht dazu schreiben, dass es für 45 Minuten ist, ne? Also egal. Ach so, das Quali, ja. Ist egal, es ist jetzt das Quali-Setup, das ist jetzt auch doof. Ich habe natürlich fürs Qualify nicht so viel Sprit mitnehmen, das wäre ja totaler Käse. 15 Minuten, das sind 8 Runden. 8 Runden, 3x8 sind 24 Liter. Ich werde genug mitnehmen, dass ich kann die ganze Zeit 3x8 sind 24.
Also ich kann ein paar Runden fahren, ohne dass ich in die Box muss. Das kostet ja wieder eine Einführungsrunde, eine Outlap. Und das bleibt jetzt so. So. Ich muss nachher nur dran denken, den Sprit wieder reinzufüllen. I-Schlumpf, wer ist das denn? Das ist das Furchtbare, ne? Discord ist ein anderer Name als im YouTube und hier im Spiel nochmal ein anderer Name. Ansonsten, ja, er ist auch neu, er ist auch sehr schnell. Er könnte sich hier vorne kloppen. Und in der nächsten Saison wird es eine zweite Liga geben. Jeder kann in der ersten Liga mitfahren. Wer aber die zweite Liga fahren möchte, um mal ein bisschen weiter vorne mitzufahren, kann in der zweiten Liga mitfahren. So, die Herren Beck haben keine, der Herr Kiewals hat auch keine Runde gesetzt und der Daniel Jatke nicht. Gut, da werde ich mich auch erstmal dezent zurückhalten und gar kein Blödsinn hier machen, ne? Das bringt nämlich gar nichts. Ah, Unfälle kann es immer geben, die wird es wohl auch geben, das wäre zu schön. Aber 22 Fahrer, sehr gut, Server hat 25 Slots, ist er schön ausgenutzt. Entschuldigung. So, es geht los. Ne? Wir könnten eigentlich los. Machen wir auch. The track temp is 35. The air temp is 26 Celsius. 25, 26. All clear on pit exit. You can push now. Okay, Peter. We've got 14 minutes to get a decent. Gut, Konzentration, dass wir einen vernünftigen Startplatz hinbekommen. Vielleicht kriegen wir noch eine 0-2 hin. Ja, wenn ich bei der LFM mitfahren würde, dann wäre es noch schlimmer. Lassen wir das mal. Es macht Spaß. Wir können uns steigern, gar kein Problem. Ja, ich hatte schon überlegt, ein anderes Auto zu nehmen, aber ich weiß nicht, das Auto hier fühlt sich richtig gut an. Ich kriege zwar hier keine Zeiten hin, es geht auch, um Gottes Willen, es geht auch mit Mustang. Und er ist sowieso overpowered, laut bei LFM wird er teilweise ja gebobbt. Ja, das nützt ja nichts, wenn du hinter mir bleibst. Nicht im Qualify, kann ich das nicht gebrauchen. So, er ist eh schneller, brauche ich mir keine Sorgen machen. Ah, das war gar nichts. Oh, jetzt fahre ich dem Kollegen in die Quere. Ah, die müssen Abstand halten. Das geht nicht anders. Die wissen, dass ich nicht schnell bin. Jetzt läuft er gleich auf mich auf und dann ist eine Runde dahin. Okay. Meine Runde ist dahin. Yellow flag, stay sharp. Ja, komm. Das hier bringt jetzt gar nichts. Da fahre ich den in die Quere rein. Das bringt nichts. Also. Suchen wir jetzt eine gute Lücke.
Ja, die haben wir schon. Komm, fahr raus, fahr raus, fahr raus. Hopp, hopp, hopp. Es müsste ja hinter mir warten. Ich kann es jetzt nicht ändern. Oh. Ja, das sollte im Dings nicht passieren. Aber jetzt kommen wieder Unmengen. Incident clear. Green flag. Blue flag. Ja. Wird nix. So, da wäre die nächste Lücke gewesen. Habe ich verpennt. So, jetzt aber, ne? Lass die Finger von dem Schalthebel. Your exit is clear. Watch the white line. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine Runde hinbekommen. Ja, im Rennen werde ich auch gar nicht großartig pushen, weil das bringt nämlich nichts. Versuche meine 204er, wenn es geht, 2-3er-Zeiten zu fahren. Konstant. Und da könnte es tatsächlich sein, dass wir noch recht weit vorne landen, also in den Top 10. Hängt davon ab, wie die anderen fahren, ist klar. So, jetzt habe ich zumindest mal hoffentlich keinen hinter mir, aber es ist noch ein Stück. That's a new fastest lap for Platon, 159.24. Ja, ja. Fallen schon die ersten 59er. Oh, ist noch einer dazugekommen. Zwei. Ja. Ich sollte mich auf mein Rennen konzentrieren, nicht auf die. Ich lasse die mal alle vorbei. Yellow flag. Und du auch noch. Incident clear. Yellow flag. So. Green flag, you're clear. Habe ich noch vor mir. Ah ja, kein Problem. Er fährt von mir weg. Das ist gut. Der Exit war gar nicht so schlecht. Ja, auch.
So, bis jetzt gut gelaufen. Mal gucken. Die letzte Kurve war nicht so gut. Leider. Ja, zumindest habe ich meine Zeit. 13th place. Sector 3 is 0.9 off the pace. Fastest lap for Kenny. 159.16. Ja, die letzte Kurve war zu schnell. Dafür habe ich einen schlechten Exit gehabt und dadurch jede Menge Zeit verloren. Sector 1 ist 1.4 auf der Pace. Die war gut. Ui, 02. Sector 2 is 1.2 seconds off the pace. Okay. V12. Sector 3 is 0.42 off the pace. Der Exit war extrem gut. Die Kurvendurchfahrt war schlecht, aber der Exit war gut. Sector 1 ist 1.3 seconds off the pace. Ja, schade, wieder versaut, ne? Zu spät gebremst. Boah, sind meine Reifen drücke. Green flag, you're clear. Okay, Peter, you've got 10 minutes of fuel remaining. We think that Beck has binned it. Green flag, sector 3. Yellow flag. Was ist denn mit meinen Reifen los? Jetzt muss ich aber aufpassen. War das jetzt wegen dem... Oh, ich muss noch zwei Runden fahren, wegen den Reifen drücken jetzt. Zwei ganz normale Runden. Ganz schnell. Oder, ja, mal gucken. Wenigstens noch ein paar Schritte fahren. Was ist hier? Ist jetzt doof mit den Brücken. War das jetzt, weil ich mich da gedreht habe? So gedreht habe ich mich ja gar nicht. Green flag, sector 2. New fastest lap for Clayton, 158.91. Ja, die 58 ist gefallen.
Ja, ich krieg keine Runde mehr hin, aber ich krieg's vielleicht noch die Drücke, aber nee. Reicht nicht aus. Yellow flag. Ah, komm. Kriege ich nicht mehr hin jetzt. Das bringt gar nichts. Ich muss... Incident clear. Green flag. Bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Ja, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Okay, wir gucken noch mal rein. Ich würde das jetzt noch mal neu laden, weil das mit den Drücken, das ist... das habe ich jetzt so verstellt. Da blicke ich jetzt nicht mehr durch. Quali 2635. Warte, das 2634 laden. Ja, das ist okay. Muss jetzt nur noch mal gucken, mein. Ne, ich hab doch ein Rennen. Sag mal, bin ich doof? Ich hab doch gerade eben ein Rennsetup gespeichert. Ja. Da ist es. Genau, das nehmen wir. 2635. Lassen wir die Drücke jetzt so, wie sie sind. Und mehr werden wir hier nicht mehr machen. Das bleibt, wie es ist. Der Sprit sollte ausreichen. Ist alles richtig eingestellt. Die aktuellen Drücke verwenden. Das lassen wir auch so. Hat sich gut angefühlt. Bleibt alles, wie es ist. So. That's the end of the session. P13. 22 Fahrer. Wow. 22 Fahrer. Sehr schön. Ich stehe mittendrin, ja. Mittendrin. Gut. Da wird ein heftiger Start. Das sind einige. I-Schlumpf kenne ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich der ganz neue Fahrer, den ich da reingeholt habe. Weil die Namen hier sind anders als die im Discord. Ja, habe ich schon mal erwähnt. Alle anderen sind bekannt. Und ja. Hey, guck dir das an, der Andreas Wittenborn. Kann es ja wohl nicht sein. Fährt der ganz da oben. Da sind noch zwei oben drüber, die sehe ich jetzt gar nicht. Ja, wird lustig. Ziemlich pünktlich sind wir mit unserem Start. 7:30 war Quali angesagt, 15 Minuten. Und ja, was willst du machen, ne? 45 Minuten. Pit window opens after 5 Minuten. P13. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Probleme. Nochmal Kraftstoff 57, 77, 80 Liter. Ich hatte 72 irgendwas sowas ausgerechnet. 73. Komm, ich mach noch zwei dabei. Ich habe immer zu viel dabei. Das ist aber normal. Das bleibt alles, wie es ist. Ich werde jetzt hier auch nichts mehr verändern. Warum auch, ne? Bleib aber jetzt im Setup bis kurz davor, sonst werden die Reifen immer so eisig kalt. 26, 9, 25. Das hier erscheint mir so hoch. Ah ne, 0, nicht 9. Die richtige Brille an? Ja. Total irre. Ja, es wird schon irgendwie funktionieren. Lassen wir uns überraschen. Es trainiert enorm, auch für die LFM, die ich ja irgendwann mal versuche zu fahren. Ich habe jetzt immer wieder gedacht, ich muss mal irgendwann fahren, aber ich traue mich einfach nicht so richtig. Das heißt trauen. Trauen ist das falsche Wort, ne? Ich fühle mich einfach noch zu unsicher. So, ich hoffe, dass mit dem Boxenfenster klappt. Follow car number 19.
Let's go. Left side. Clear left. Left side. He's still there. Clear left. Car left. Die ersten Probleme haben wir schon. Es gibt wieder Diskussionen. Ja, er ballert hier voll rein. Left side. Clear left. Car left. Clear left. Ja gut, ich war ja auch Platz. Ich war ja auch langsam, ne? Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Yellow flag. Green flag, all clear. Okay. The gap in front is now 0.8. Ah, schlecht gefahren. Okay, Peter, we've gone out of track limits. Keep it between the lines. Alles gut, alles gut. The gap to P15 behind. Wieder zu sehr fixiert auf den Vordermann, ne? Sector 2 is green. The car in front is grass. Car number 444. Vielen Dank. Yellow flag. Wer war's? Incident clear. Back to green flag. Hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Car number 83. Und wieder wird es ein einsames Rennen. Oh Mann, jetzt muss ich mal gucken, wie meine Zeiten sind. Nicht so viel Schaden geworden ist. Ja, ich weiß nicht, was hier war. Ich habe niemanden gesehen im Radar. Müssen wir es nachher angucken. Ja, Runde 1. Andreas, Car Number 76. P19.
Ja, ist schon schade. Mal gucken, was haben wir denn für einen Schaden? Ja, 5 Sekunden, das macht nichts. Oh, da fahr doch mir nicht rein. Was machst du denn? Oh, das kann doch wohl nicht sein. Es sieht mich doch kommen. Jetzt haben wir einen Schaden, ne? Ach, wie schade. Der hat mich doch kommen sehen. Ja, jetzt muss ich in die Box, weil jetzt ist mit Sicherheit irgendwas kaputt, was... Völlig andere Strategie. Watch your speed. Okay, dann fahren wir ein bisschen hinterher. Ja, das war kacke, müssen wir uns nachher angucken. Aber 15 Sekunden Schaden, das will ich jetzt nicht durchziehen. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Brücke habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Oh, der Stopp war gut. Ah, habe ich jetzt Reparieren nicht eingeschalten? Doch, 15 Sekunden Schaden. Ja, doch, war richtig. Alles gut. Alles gut, 15 Sekunden Schaden. So, jetzt werden wir gleich überrundet. Das ist das einzige Problem. Ich werde jetzt dermaßen überrundet werden. Dann ist das natürlich doof. Jetzt komme ich genau vor der ganzen Truppe da raus. Muss die alle vorbeilassen. Ah ja, gut, ist egal. Ich kann es nicht ändern. Boah, ich bleibe jetzt hier stehen, bis die alle vorbei sind. Fahre ich den allen in den Füßen rum. Ne? Obwohl, das trainiert auch, ne? Ja, was denn? Boah, ja, gut. Jetzt habe ich Sinn ausgemacht. Fastest lap for Platon, 159.30. Take care, there's a car approaching. Green flag, sector 2. Blue flag. Car left. Clear left. Ja, 22 Runden. Sollte reichen. Also versuchen wir jetzt ganz normal durchzufahren. Schade. Echt schade. The gap to P6 behind is now 2.8. 2 laps ahead.
blue flag. Mhm. Okay, Peter, relax, focus, keep it smooth. B21. Blue flag. Car left, clear left. Ja, ungünstiger Platz, ne? Auch das muss geübt werden. Sorry. Blue flag. The guy in front is Gerrits, car number 2. Your brakes are hot all round. Front is Beck, car number 55. Ja, 2-0er Zeiten, ne? Second place. It's getting closer. The gap's now 3.7. Peter, the next car is Gerrits, car number 2. Your rear brakes are getting pretty hot.
Ja, wieso endet meine Rennen eigentlich immer so einsam? Irgendwas ist immer, ne? Seconds. One lap ahead. Good lap. That's your quickest today. Yellow flag in sector two. Green flag in sector two. We can see Beck has binned it. Right, the guy ahead of us is Beck. Car number 55. Sector 3 is now yellow. It looks like Beck has crashed. Beck ahead is pitting. Sector 3 is now clear. Brakes are hot. Gap to 10th position. Behind is now 3.7, one lap in front. Ja, mehr geht nicht, ne? Drücke sehen fast gut aus. Ja, zu spät aufs Gas gekommen, wieder zu schnell reingefahren, wie immer, ne? Yellow flag, stay sharp. Das Schild weggemäht. Gucken, dass ich Überrundung abgewehrt bekomme. Fährt er ungefähr gleich schnell, ne? Ja, es geht. Ein bisschen konzentrieren.
Sector 2 is now green. Oh, der war gut, ne? Der Exit war gut. Wieder zu schnell. Okay, Peter, halfway home. Fuel's good. It's a car exit in the pits. P18. Gut. You're reeling back in. The gap is 7.9 seconds. Okay. P17. It's all your apexes. Wait for the chances to come, mate. That's 20 minutes to go. 20 minutes. Yellow flag, sector 2. Sector 2 is green. So, jetzt haben wir nach hinten mal ein bisschen Platz. Das ist gut. The gap in front is now 15 seconds.
leader, Clayton, is pitting. Oh, jetzt mache ich aber. Okay, Peter, we just cut the track. Jetzt mache ich aber langsam, ne? Ja, Konzentration, ne? Konzentration. V16. Ja, es gibt noch ein paar 30 Sekunden Strafen. Boah, schalten. Ich glaube, ich hätte den Reifenwechsel sparen können. Die fahre ich jetzt sowieso die komplette Zeit. Ne? Wird mir am Ende noch wahrscheinlich ein bisschen Probleme machen wollen. Oh, eine Sekunde verloren. The leader, Clayton, is pitting. Ah. Okay. Cola, car number 46, is now in the lead. Okay, Peter, the next car is Cola, car number 83. To 14th. Ahead is now 7.6. Was habe ich TC9? War ein bisschen heftig. Okay.
the gap to Kola. Ahead is increasing. It's now 8.6 seconds. All right, Peter, you've got half your fuel left. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ah, das war der Herr Beck. Is now 3.2 seconds, one lap ahead. Track limit? We'll be more about track limits. The gap to Kola ahead is increasing. It's now 10 seconds. Das bitte nicht wieder in den ersten paar Runden. Das ist ein ganz ungünstiger Platz. So, hier. Ah, ja, Mustang. Ich kann jetzt nicht warten, bis der vorbei ist. Ist auch blöd, ne? Okay. Ja, gleich. Nächste, ja. Blue Flag. Kenny jagt Andreas. The gap to V14 ahead is increasing. It's now 18 seconds. Okay, Peter, there'll be chances here. Let's make sure we can take them. You've got 10 minutes left. 10 minutes to go. Sechs Sekunden verloren durch die Überrunderei, ne? 59er Zeiten fahren die und sind am Fighten. Der Wahnsinn, ne?
That's a new fastest lap for Platon, 159.19. Yellow flag. You're clear, incident clear. Car in front of us is now Tim, car number 33. The gap to P4 behind is now 3.5 seconds. One lap in front. Your brake temperatures are pretty high. So, danach haben wir aber Luft nach hinten. Left side, clear left. We think Beck has stacked it. Green flag, sector 2. Window closes in 2 minutes. Guck auf die Strecke, Opa, und nicht auf das Auto. Ganz wichtig. Pit window closing in 1 minute. Alright Peter, 5 minutes to go, 5 minutes left. Pit window is now closed. P15. We've just cut the track. Ja, einer muss ja sein, ne? Ja, die Reifen.
weiter. Tim, the gap is now 19 seconds. Ja, Sport haben wir wieder jede Menge, ne? Minutes of fuel remaining. Yellow flag. Ja, die Reifen. Green flag, incident clear. Harry. Okay, P15. That's the end of the race. We'll get him next time. So, mir hatte ich mal schon ausgerechnet, aber das war wohl nix, ne? Gut, dann beende ich hiermit die Aufnahme und wir sehen uns dann. Danke fürs Zugucken. Ciao.